heutigen Video zeigen wir euch die deutsche Übersetzung des Videos, was in Russland viral durch die Decke ging. Heute zeige ich euch mal das Video, was das für eine Reichweite hatte über TikTok. Und ihr seht da unten eine Zahl, 426,5000. Dieses Foto ist 3 Tage später und ihr seht, es sind 703.000 Leute, die es bereits gesehen haben. In der Region Nischni Nowgorod wurde von Deutschen eine Siedlung gegründet, die sehr schnell wächst. Im Internet wird für den Gründer ausführlich über das Leben in Russland berichtet und warum die wohlhabenden Deutschen plötzlich ihre Heimat verlassen haben. Davon haben sie unserem Korrespondenten erzählt. Dass jemand 3 Hektar Land am Dorfesrand gekauft hat, das sprach sich sehr schnell herum. Aber wofür und was das für eine Siedlung werden würde, darüber wurde bisher nur gemunkelt. Am Eingang zur neuen Siedlung wird man mit dem Schild Dorf Injutino, Ortsteil Kirschhausen, empfangen. Das soll natürlich ein Witz sein. Das ist natürlich kein offizieller Name. Man möchte den Ortsteil Rude nennen. Das steht für Russland-Deutschland und auch genau in dieser Reihenfolge, denn die Neuankömmlinge fühlen sich in erster Linie als Gäste. Remo Kirsch lebte in Potsdam und besaß 5 Firmen. Er hat alles verkauft und ist zusammen mit seiner Frau Birgit in die Region Nischni Nowgorod als festen Wohnsitz gezogen. Nun baut er Häuser für sich und seine Mitbürger. Dieses Haus haben wir in der Größe gebaut, um eventuell Flüchtlinge aus Deutschland unterbringen zu können. Die ganze Situation in Deutschland eskaliert weiterhin und wir möchten Menschen die Möglichkeit geben, hier hinzuziehen. Hier können außer uns noch 2 weitere Familien normal leben. Unsere Freunde, auch aus Ostdeutschland, sind auch hier hingezogen. Bert ist von Beruf Zahntechniker. Ich habe 30 Jahre in Deutschland gearbeitet, alles für die EU. Aber wo ist meine entsprechende Rente? In Italien, in Griechenland? Was werde ich denn für meine Arbeit noch bekommen? Grazie. Geht hier, mein Roboter? Die Auswanderer könnten noch ohne Ende über die EU-Politik reden. Sie sind nämlich überhaupt nicht einverstanden mit dem Kurs, den die EU einschlägt. Viele Russen glauben, Deutschland sei noch ein Paradies. Gute Bildung, gute Erziehung, Industrie, Wirtschaft, alles prima. Aber das ist nicht mehr so. Die besten Autos, die beste Medizin, das ist längst vorbei. Dieses Deutschland wurde bereits vor 10 Jahren begraben. Die Entscheidung auszuwandern hatte sich unlängst manifestiert. Dann kam noch die Pandemie, der Ukraine-Krieg. Er hat aufgehört, den europäischen Medien Glauben zu schenken. 2019 berichteten deutsche Medien noch über die Faschisten in der Ukraine, über die Korruption als ein kolossales Problem des Landes. 2020 wendete sich das Blatt um 180 Grad. Alles ist in Ordnung, dies und sind unsere Verbündeten und der amerikanische Einfluss nahm seinen Lauf. In seiner freien Zeit erzählt Remo auf seinem Blog Ivan on Tour über das Leben in Russland und wie er mit seinem LKW Gas 66 bis zum Baikal gefahren ist. Er berichtet sowohl über die positiven wie auch über die negativen Dinge der Auswanderung und über die Entwicklung der Siedlung. Wir verfolgen auf meinem Telegram-Kanal die Zahl der Personen, die gerne auswandern möchten. Sie sind nur mit Vornamen oder Nicknames registriert, damit sie in Deutschland keine Probleme bekommen. Zurzeit sind es um die 300 Interessenten, die nach Nischni Nowgorod ziehen würden. Er berichtet, dass es Menschen mit den unterschiedlichsten Berufen sind und dass sie bereit sind, mit ihren Geschäften und der Familie nach Russland zu ziehen. Wird überall Gas gezogen. Здесь, José, всегда Gas. Für kleines Geld. Для маленьких денег. In Deutschland. В Германии. Drehen die Leute den Gashahn zu. В Германии людей кручат кран газ. Weil sie es nicht mehr bezahlen können. Поэтому газ очень-очень дорого, как золото. Inzwischen lernen die Deutschen auch Russisch, um am kompletten Leben in Russland teilzunehmen. Sie erzählen, dass sie kein Heimweh haben, dass die Birken hinter den Fenstern genauso ausschauen wie in Ostdeutschland. Andrei Scheim, Alexander Stefaniuk, Evgenij Anissimov und Sofia Elisavets.